Willkommen zurück zum Resident Evil 4 Remake auf dem Weg zum Ende sozusagen. Da sind wir wieder und es geht weiter. Herzlichen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Vielen Dank für eure Daumen, vielen Dank für eure Kommentare und wie immer auch vielen Dank für eure Tipps. Und da waren tatsächlich dieses Willkommen. Mal ein paar ich dabei. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ja, best of. Und zwar habt ihr mir so ein bisschen Ratschläge gegeben, was wir jetzt kaufen sollen und was eben nicht. Also die Empfehlung ging ganz klar zum einen auf die, ich glaube, das war die hier, die Broken Butterfly. Das ist genau auf die Magnum. Und da eben eher die, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, oder? Habt ihr mir die Killer 7 empfohlen, weil die im Sonderangebot ist? Ich guck da tatsächlich nochmal eben rein, während wir hier weiterschnacken. Außerdem habt ihr mir empfohlen, definitiv die Riot Gun zurückzuholen. Und meinen ganzen Mist einfach mal zu verkaufen. Und ich soll auch das Messer von Krauser nehmen und so weiter und so fort. Striker verkaufen, Riot Gun zurückholen, die Killer 7 kaufen, das die bessere Magnum ist und jetzt einen Rabatt hat. So war das Ganze nämlich. Also, gucken wir jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Die Red 9, in der Theorie kann ich sie verkaufen, weil ich sie wahrscheinlich nicht mehr benutzen werde. Die Striker soll ich auch verkaufen. Bei den Messern, warte mal, wir gucken uns das alles nochmal eben in Ruhe an. Ich soll beim Messer auf jeden Fall das Einsatzmesser ausrüsten. Und dieses olle Küchenmesser, habt ihr gesagt, kann ich verkaufen. Na dann. Was kann ich also, für dich das tun? Machen. Wir machen jetzt tatsächlich alles, was ich Sinn macht. Also, die Striker weg. Die Red 9, irgendwie kann ich mich nicht von ihr trennen, auch wenn ich sie nie benutze. Das Kampfmesser kommt weg. Die Küchenmesser hier, diese Stiefelmesser, auch alle weg, nehmen Platz weg. Und dann soll ich noch alles verkaufen, was irgendwie keinen Sinn macht. Und in meinen Augen, vielleicht mache ich jetzt auch einen Fehler, ist es die MP-Munition, weil ich denke nicht, dass ich noch eine MP benutzen werde. Ach, die Minenaufsätze, ja. Weiß ich auch nicht. Ich könnte auch noch eines der Zielfernrohre verkaufen. Die TMP kann ich eigentlich verkaufen. Ach, die hier eigentlich auch. Ich benutze ja aktiv wirklich eigentlich nur die Blacktail und die Stingray. Komm her, wir kloppen das jetzt weg. Dafür lasse ich einiges springen. Und dann kaufen wir uns jetzt zurück die Riot Gun. Ah, so. Das Ding hat den Namen Hummel doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. Ja, genau so machen wir das. Blutige Grütze. Okay. Und dann kaufen wir noch die Killer 7, für die wir keinen Platz mehr haben. Sag Bescheid, wenn du für Platz gesorgt hast. Hab ich. So. Die haben wir jetzt auch noch dabei. Und ich soll früher oder später noch einen Raketenwerfer holen. Ja. Ganz ehrlich, wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Ja, yeah. Sehe ich auch so. Also, Raketenwerfer soll ich auch noch holen. Weil der wohl beim Endgegner Sinn macht. So, jetzt können wir noch mal eben überlegen. Was können wir noch aus dem Inventar rausschmeißen? Vielleicht noch ein paar von den... Also hier die Minenaufsätze kann ich wegmachen. Jederzeit wieder. Nochmal alle Waffen durchladen. Hier, bei der hier, da können wir vielleicht sogar noch ein bisschen Munition sparen. Das war genau die. Die will ich auf jeden Fall behalten. Schrotze behalten wir natürlich. Und damit haben wir nochmal ein bisschen Platz geschaffen. So. Das andere Visier stört uns nicht. Jetzt können wir nochmal zum Tunen übergehen. Irgendwer hat geschrieben, wenn ich die Haltbarkeit, genau, wenn ich die komplett verbessere, dann geht dieses Messer wohl auch gar nicht mehr kaputt. Also auch nice, aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Riot Gun. Das wird teuer genug. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ja, gut. Aber die kriegen wir fit. Auf die Details kommt's an. Und vielleicht noch ein bisschen
Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. In die Magnum stecken. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle über, um eben auch noch, ja komm, dann können wir das jetzt auch kaufen. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt sogar genug auf Tash, um den Raketenwerfer zu kaufen, wenn es dann soweit ist. Ich speichere das Ganze jetzt nochmal ab. Wir haben eh schon so viele Speicherstände, dass es egal ist. Und ich spiele hier ja auch nicht auf Ranking. Also von daher Wurst. So, jetzt müssen wir nochmal eben die gute Waffe hier in den Schnellzugriff packen. Die würde ich einfach über die Pistole tun. Und ich gehe davon aus, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das hier noch nicht unser letztes Date mit dem Shopkeeper gewesen ist. Ich meine, dass er einem nämlich sogar sagt, wenn es das letzte Mal ist, dass man ihn sieht, dass da dann irgendwie ein Kommentar oder so von ihm kommt, von wegen hier, rüste dich nochmal ein letztes Mal aus, Fremder oder so. Also ich denke, oh mein Gott. Ach Quatsch, die haben mich noch nicht gesehen. Sie haben mich gesehen. Ja, super. Also. Hör ich deine Kettensäge? Was war das? Ach! Holy shit! Was ist da los? Ja, moin. Schießt er auch auf mich? Oder... Nenn mich Mike. Dir was schuldig. So, wir bleiben einfach erstmal hier hinten. Wo ist denn mein Kollege? Backbreaker! Einer hässlicher als der andere. Okay. Oh. Breaker! Ey, was macht denn Mike? Bruder! Mach dich mal nützlich, Kollege! Kommen die jetzt unendlich? Oh, ist die große Frage jetzt. Also, kriegt Mike das hier irgendwann hin, dass die einfach alle tot sind, oder ist der Ansturm jetzt... Oh, okay, irgendwas passiert. Aha. Ich frage mich gerade, ob das hier vielleicht so eine lustige Stelle ist, oh mein Gott, eine lustige Stelle ist, an der ich sozusagen unendlich viel Munition und Peseten farmen kann, weil ich einfach Mike alle umschießen lasse, aber wahrscheinlich nicht, ne? Okay, danke Mike. Jetzt scheint hier auch Ruhe eingekehrt zu sein. Ich komme gleich, Kollege, aber hier ist noch ein bisschen was abzugreifen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und oben auf dem Haus auch. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, wenn da was rumliegt, dann muss es eigentlich auch einen Weg nach oben geben. Gut, also pesetenmäßig. Oh. Ach, hier hätte ich schon viel früher raufgehen können, wa? Dann hätten wir Mike ein bisschen mithelfen können. Also pesetenmäßig sind wir auf jeden Fall sehr gut ausgestattet jetzt. Mal wieder. Das war sehr ertragreich.
Gut, hier ist sonst nichts. Ich weiß gar nicht, können wir... Ja, wir könnten nochmal Gewehrmunition machen. Boah, für die Magnum-Munition braucht man aber richtig viel. Das hattet ihr mir auch geschrieben. Magnum wohl sehr, sehr strong, auch sehr gut gegen den Endgegner. Ja, klar, gerne. Also gerade gegen den Endgegner auch wieder sehr gut, aber man bekommt wohl nur sehr, sehr wenig Munition dafür. Mike? Danke. Was soll ich sagen? Ich hab's halt drauf. Mike hat's drauf. Gar nicht schlecht. Mike lässt sich nur immer gelegentlich mal ein bisschen viel Zeit. Oh! Was habe ich da denn hochgejagt? Ja, nett. Schießpulver. Mike! War ja klar. Mike! Ah, Mike macht's. Ich vertraue Mike nicht. Ich müsste mehr Vertrauen in Mike haben. Weil der einen immer so lange warten lässt, ist mein Vertrauen irgendwie nicht so groß, dass er mir dann auch wirklich hilft, bevor die mich kriegen. Okay. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Stuff gesammelt hier. Und haben noch eine Militärbasis vor uns. Was haben... Oh, hier. Auf jeden Fall lohnenswert noch ein grünes Kraut. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir geschrieben hat. Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, ihn triggert das immer so hart, dass sich zwei Grüne mit einem Gelben mischt. Ich mach's jetzt nicht mehr. Versprochen. Ich misch sowas. Ich misch sowas einfach nicht mehr. So, wir können nochmal Gewehr machen oder wir sparen noch ein bisschen, um noch ein bisschen was in die Magnum reinzukriegen. Was zur Hölle? Mike! Ja, Mike, verzieh dich mal eben. Mikey! Ich mach das schon, Mikey. Aber erstmal eins nach dem anderen. Erst looten, dann shooten. Die gute alte Weisheit. Okay, da unten geht auch noch die Party ab. Gehen wir erstmal hier rein. Was? Okay. Ist zu. Oh, Mierdo. Ich hab Scheiße gebaut. Ja, ja, ja. Hab ein bisschen Scheiße gebaut. Ach du lieber, Mike. Ja, lad nach. Minion. So. Backbreaker. Alter, die klappt mir heute hier wie geschmiert. So, was beschießt uns da die ganze Zeit? Haben wir mal eben kurz Zeit, danach zu gucken? Oh, da hinten. Wir hätten es viel einfacher haben können, wenn ich ein bisschen geschickter und schneller gewesen wäre. Dann hätten wir hier nämlich Explosivfässer gehabt. Ist jetzt ein bisschen schade drum. Aber können wir immer noch benutzen. Los. Oh, ich stehe selber an einem. Oh! Was ist er denn für ein Schleicher? Batz! Knickekiefer! Scheiße, voll reingerannt. Okay.
Peseten sind schön, die bringen mir hier jetzt aber gerade herzlich wenig. Da gehen wir gleich rein. Wie immer die Frage, ist der Strom an Gegnern hier endlich oder unendlich? Alter, was stimmt nicht mit dir? Knickekopf! Wir haben auf jeden Fall jede Menge Schießpulver mittlerweile wieder. Vielleicht, macht's aber dann gleich erstmal Sinn, doch Pistolenmunition herzustellen. Aha. So, warte mal eben. Irgendwo war hier doch gerade wieder so ein Armbrustschütze. Da. Du Pimmel, Alter. So. Okay. Jetzt müssen wir uns irgendwie um das Flakgeschütz kümmern. Die Frage ist, wie machen wir das? Gelbes Kraut. Ach, scheiße, ich hätte vorhin noch die Minenaufsätze verkaufen können. Weißt du was? Die werfen wir jetzt weg. So. Ach, ich check mal wieder nicht. Von da kommen wir, ne? Ich check mal wieder nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich einfach hier weitergehen, oder? Dö. Breaker. Die große Backbreaker-Folge heute. Oh, den könnte ich auch schon wieder. Das schaffe ich nicht mehr. Schade. Na denn so. Da wäre auch ein explosives Fass gewesen. Und irgendwo... Wow, was? Krass, das hat mal eben die Hälfte meiner Schutzweste abgezogen. Den müssen wir irgendwie ins Visier kriegen. Wo ist der? Da ist auf jeden Fall... Habe ich ihn? Jetzt. Okay, es ist mal wieder ein bisschen wie gewonnen, so zerronnen. Nichts da. Ich schaff's nicht. Ich hoffe mal einfach, dass ich hier jetzt den richtigen Weg laufe. Ja. Das, glaube, ich sehe schon, was wir tun können. Wird Zeit, den Spieß umzudrehen. Mike, die Luft ist rein! Oh, Junge! Zeit für meinen Einsatz. Auf jeden Fall den Raketenwerfer-Typen da wegmachen. Der ist am gefährlichsten. Mit allem anderen werden wir fertig. Was? Was ist da passiert? War da noch ein Raketenwerfer-Typ, der irgendeinem anderen direkt vor sich in den Rücken geschossen hat? Das wäre ja zu funny. Ah, ich höre sie schon. Oh, what? Mikey! Mike regelt.
Aber nicht komplett. Mike? Ja, sehr schön. All die Munition, die ich gerade gespart habe, an einen einzigen Gegner wieder verschwendet. Och. Ja, Mike, wenn du das sagst. Okay. Gibt es jetzt hier für das kaputte Geschütz eventuell noch was? Manchmal... Ah, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Shortcut. Manchmal gibt es dann ja noch irgendwie ein bisschen Loot, aber ich glaube jetzt nicht. Ey, die Mucke, die geht so steil. Da war was. Also alleine mucketechnisch merkt man, es geht Richtung Finale. Ja, leck mich an die Futten, Alter. Ja. Du lieber Himmel. Backbreaker geht nicht mehr. Aus dem Weg. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Der lebt immer noch? Nee. Ah, mal wieder ein bisschen blauäugig hier reingerannt. Okay, kriegen wir ihn. Auch der. Ja, oder auch nicht. So. Würde jetzt pauschal sagen, hier ist Ruhe. Na, MP-Munition brauchen wir nicht wirklich. Diese großen Türen, die machen mich ein bisschen nervös. Da können wir gleich auf jeden Fall ran, sollte irgendwas Böses passieren. Okay, irgendwo ist was. Ist der hinüber? Ja. Okay. Sonst nichts, also geht's weiter. Gab nochmal schön Munition. Ach, sie kommen doch noch. Okay, hier können wir hoch. Oh, Schweinepeter. Gut, dass ich den noch rechtzeitig gesehen habe, ey. Das wäre jetzt die reinste Verschwendung. Ah, oh, das geht hoch. Schade. Reinste Verschwendung gewesen, wenn wir den hätten Handyschutz erschießen müssen.
roter Beryl. Nehmen wir gerne. Jetzt noch die Frage, wie kommen wir hier jetzt an der... Da. Okay, es wird Zeit, einen Barsch zu essen. Dann können wir nämlich auch das Kraut mitnehmen und dann können wir daraus nämlich direkt eine bunte Kräutermischung machen. So. Flintenmunition, nice. Wir können auch gleich mal gucken, ob wir schon wieder irgendwas erbasteln können. Alter, krass, wie viel Kohle wir jetzt schon wieder bekommen haben, ey. Also da müssen wir uns definitiv um Raketenwerfer keine Sorgen mehr machen. Und ich glaube, jetzt wird's übel, oder? Diese Tür, die geht doch nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei auf, ohne dass da was passiert, oder? Von der Seite aus können wir auf jeden Fall nicht so geil darüber zielen. Ich will da runter springen. Geht nicht. Ohne Gegenwehr, ohne dass da irgendwie ein Rancor oder so aus diesem Tor rauskommt. Das ist ja unvorstellbar. Rein mit dir! Danke! Wenn wir zu Hause sind, gebe ich eine Runde aus. Ich kenne eine gute Bar. Besser Mike aller Zeiten. Der fliegt hier jetzt auch einfach nur so lustig rum. Ach, warte mal, ist das hier nicht jetzt das Heiligtum? Gut so, runter das Köpfchen. Schön langsam. Was? Verdammt! Die Arschlochfliegen waren's, oh Gott. Von allen Gegnern, die es gibt, mussten die Arschlochfliegen es sein, die Mikey vom Himmel geholt haben. Ich fass es nicht. Ich bin fassungslos. So, da hinten steht auf jeden Fall noch Stuff rum. Müssen wir mal eben ein bisschen aufpassen. Da geht's eine Leiter runter. Da geht's eine Leiter rauf. Da geht's zu einer Tür. Mal eben auf die Map gucken. Also, so wie es aussieht... Ah, da unten ist noch ein Schatz. Geht's da hinten weiter? Ich würde sagen, wir gucken noch mal eben, was hier so los ist. Kann natürlich jetzt auch einfach ganz dumm sein. Nee, das sieht schon... Oh, Prost, einfach nur nach extra aus. Grabinschrift bei den Klippen. MD... Die Knochen unserer Brüder ruhen in allen Landen. Das Blut unserer Brüder wohnt unserer Nahrung inne. Wir sterben, nur um wiedergeboren zu werden. Wir leben bis in die Ewigkeit. Unsere Herrschaft ist absolut. Keenan Settler. Settler, du Arschloch. Was haben wir hier? Darf ich damit Settler den Arsch versohlen? Cedric Settler. 25.000. Naja. Edelsteine einsetzen. Wenn wir jetzt noch so ein rotes Ding finden, dann haben wir einmal die Kette in ganz rot. Auch nochmal
wunderschön. Was haben wir? Also eigentlich hätte das hier auch der Juweliersimulator sein können. Was haben wir schon für schöne Schmuckstücke zusammengebaut? Ganz ehrlich. So. Dann geht's jetzt auch nochmal da oben aufs Dach, habe ich gesehen. Da schauen wir natürlich auch nochmal eben nach. Ja, siehste. Nochmal Magnum-Munition. Magnum. Sehr schön. Okay. Dann lasst uns nochmal eben durchgucken hier. Wir laden nochmal alles durch. Die Magnum ist, glaube ich, komplett. Nee, da geht noch was rein. Okay. Die ist aber vollgeladen. Sieht man am grünen, an der grünen Zahl. Wir haben ein bisschen wenig Munition für die Riot Gun. Können da aber auch gerade echt nichts machen. Oh, ein Auftrag. Ich will, dass jede einzelne blaue Medaillon in diesen Ruinen zerdeppert wird. Selbst dieses Drecksloch von einer Insel würde ohne sie besser aussehen. Also tatsächlich nochmal Medaillons, ja? Ach, warte mal. Kann ich nochmal raus? Ja. Da lasst uns doch nochmal eben... wo ist das denn? Sieht man von da unten. Okay, die beiden sehen wir von hier. Mal gucken. Die sind ja alle mehr oder weniger hier in der direkten Umgebung. Das wäre ja fast ein bisschen tragisch, wenn wir uns die nicht holen würden. Muss ich nur mal eben schnallen. Das eine Medaillon, das ist angeblich hier auf unserer Höhe. Also auf der Höhe von eben gewesen. Hier ist es. Ah, das ist. Da! Okay. Und die anderen zwei, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, die sind unten im Keller. Holen wir uns die natürlich auch nochmal eben. Eigentlich macht es gar keinen Sinn mehr, weil ich kriege eh nicht mehr genug Spinellis zusammen, um mir das einzig Sinnvolle, was wir jetzt noch kriegen könnten, zu holen, nämlich so eine Waffenerweiterung. Von daher, wenn ich es hier jetzt nicht alles so auf Anhieb finde, dann lassen wir es auch einfach. Da. Oh. Schwierig. Okay. Und das vier, das ist aber auch kompliziert. Und das letzte, das hängt dann ja quasi da, wo wir weiter müssen. Ich glaube, das hier müsste jetzt direkt hier über dem Loch eigentlich hängen, ne? Gucken wir mal eben. Also in der Theorie, ja. In der Theorie, ja. Warte mal, wir gucken mal eben von beiden. Da. Ich hab's gesehen. Okay. Kampf den Medaillons. Wie gesagt, also es macht nicht mehr viel Sinn. Ich weiß gar nicht, Spinellis. Wo kann ich die denn nochmal sehen? Ach, weiß ich jetzt gar nicht. Doch, da, sechs Stück haben wir. Wir bräuchten, wenn ich es richtig im Kopf habe, 40, um nochmal so eine Erweiterung zu kaufen. Nicht realistisch, dass wir das noch schaffen, aber wenn wir das hier irgendwie auf dem Weg hier mitbekommen, dann nehmen wir es mit. Dann sei es so. Und das letzte Medaillon ist eine Etage über uns. Ja, die Frage ist, kommen wir da überhaupt noch hoch oder... Ich gehe noch einmal zurück. Ich gehe noch einmal zurück und ziel gleich einmal über das Gebäude. Da!
Nice. Okay, das mussten wir jetzt mal eben mitnehmen. Es wäre schade gewesen, wenn wir das letzte jetzt nicht mitgenommen hätten. Von daher, das Backtracken war okay. Nochmal Magnum. Sehr schön. Überführung von Testexemplaren. Die Reparatur wurde ohne Zwischenfälle abgeschlossen. Da die Anlage zuvor als Gefängnis diente, waren nur minimale Eingriffe nötig, um die luftdichte Versiegelung zu verstärken. Vorausgesetzt, wir bekommen keine Probleme mit der Kühlung, planen wir, alle verbliebenen Testexemplare aus Trakt 1 hierher zu verlagern. Alle Testexemplare wurden erfolgreich überführt. Während des Transports kam es zu einem kleineren Zwischenfall, bei dem ein Exemplar aggressiv wurde. Glücklicherweise sind nur wenige Opfer zu beklagen. Bitte lassen Sie beim Umgang mit den Exemplaren stets besondere Vorsicht walten. Es gibt Berichte, denen zufolge sie langsam eine Toleranz für die niedrigen Temperaturen entwickeln. Okay. Ich liebe Testobjekte. So. War hier noch irgendwas rattenmäßig? Ich sehe sie nicht mehr. Ah, hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Hampelmann. Aber wie gesagt, da habe ich leider welche verpasst. Eigentlich schade, weil ich sehr gewissenhaft dabei war, die wegzumachen. Aber irgendwo habe ich sie dann doch übersehen. Ist, wie es ist. Aber 11 von 16. Lass uns noch zwei finden, dann sind es 13 von 16. Das ist, glaube ich, für einen ersten Durchlauf, ohne dass ich da irgendwie mir einen Guide angeguckt habe oder so, ist das sehr okay. Aua. Hier gibt's jetzt aber auch ziemlich viel Stuff, ne? Was ist das? Die ist dicht. Ich find's schon wieder... Ich meine, ich habe jetzt keinen Stress. Ich habe gerade auch nichts vor. Aber es ist schon wieder... krass, wie lange wir keine Schreibmaschine gesehen haben. Ich finde das... Aua. Was? Och nö. Noch einer? Leck mich an den Kopf. Ich hasse es. Oh, ich hasse es einfach. Ich hasse es so sehr. Ich bin mittlerweile so froh, wenn dieses Let's Play vorbei ist, ey. Das ist echt, das bringt mich an den Rand des Burnouts. So, geh kaputt. Aua. Ich find's zum Teil... Da hätten wir noch einen gelben Diamanten gehabt. Ich find's zum Teil sehr ungleichmäßig aufgeteilt, wie die Save Points hier verteilt sind. Ich fand zum Teil, ich fand, es war teilweise wirklich so, dass du irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, einer Viertelstunde dreimal an einer Schreibmaschine vorbeigelaufen bist, wo man sich schon gedacht hat, selbst ich mir gedacht habe, so okay, eigentlich muss ich jetzt noch gar nicht zwingend wieder speichern. Und dann hast du wieder Parts wie jetzt, wo wir 40 Minuten spielen und irgendwie nicht eine Schreibmaschine dabei ist. Das, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. So, das haben wir gepackt. Ich meine, gut, man geht hier aufs Ende des Spiels zu, keine Frage. Ah, kaum spricht man davon. Aber trotzdem. Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Oh, ja. Sieh dich einer an. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass das der letzte Shopkeeper ist, den wir sehen werden, oder? Kräuter sind eine feine, kommen jederzeit wieder.
Und es gibt tatsächlich nochmal einen Schießstand. Nice. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, oder? Vielleicht kann ich sogar dann ja noch zwei Folgen aus dem Kram hier rausschlagen, wenn wir noch einmal auf den Schießstand dürfen. War gut, wir sind gut vorangekommen, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich recht habe oder nicht, ist ja kein Spoiler in dem Sinne, dass das der letzte Shopkeeper ist, oder? Ich sollte jetzt wahrscheinlich einen Raketenwerfer einpacken. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, reingehauen.